Das ist eine schwierige Frage, ja. Wenn man nach dem geht, wie die AFA bisher auf uns gehört hat, überhaupt nicht. Wenn man nach dem geht, was die Menschen wollen, was, glaube ich, sich in den Medien abspielt, ja, was die öffentliche Meinung will, dann wird die AFA darauf hören müssen. Die öffentliche Meinung ist eigentlich völliges Unverständnis für diese Maßnahmen, sagt eigentlich so gut wie jeder. Es versteht keiner, es versteht keiner. Ja. Also, dass man im Spital was tun muss, ist in Ordnung. Wenn der Brandschutz nicht in Ordnung ist, sofort, das muss in Ordnung gebracht werden. Wir wollen das ja auch, es wehrt sich ja keiner dagegen. Aber bitte mit einer Lösung, wo alle leben können und überleben können. Die Patienten überleben können und die Mitarbeiter hier überleben können. Es gibt diese Lösungen, wir haben sie aufgezeigt. Es muss nur der Wille da sein, das zu tun. Was hat sich denn in den letzten Tagen geändert? Es war ja immer wieder davon die Rede, die AVA sagt, alle Operationen können stattfinden an anderen Orten. Dann hat man gehört, manche Operationen, die jetzt nicht lebensnotwendig waren, sind aber ersatzlos gestrichen worden. Ja, das stimmt. Natürlich können wir nicht so arbeiten, wie wir wollen. Die Operationssäle sind nicht abgebaut. Ja? Ich habe heute Dienst, ich gehe jetzt dann hinein, ich werde weiterarbeiten und werde sicher auch heute noch operieren. Ja? Aber wie lange das sein wird, kann keiner sagen. Das, was angedroht wurde, und das ist jetzt schon ganz definitiv, die Absiedelung, die Schließung, bis wann das stattfinden kann, das steht vor der Tür. Es gibt aber keinen Plan B, wie es dann weitergeht. Die Ausweichquartiere sind nicht fertig, es gibt keine Organisation, wie das funktionieren soll. Und jeder, der sich im Spital auskennt, weiß, wenn man das wirklich machen will, muss man das Monate im Voraus ganz genau planen und nicht überfallsartig innerhalb von wenigen Tagen. Sie sagen schon, das bedarf einer genauen Planung. Als Laie stellt man sich jetzt vor, wenn man in ein anderes Spital kommt, kann man sich ja nicht so ohne weiteres in ein Team eingliedern. Da muss man Abläufe und dergleichen, gerade wahrscheinlich im Operationssaal mit dem Personal, das man kennt, bestens wissen. Also Unfallchirurgie ist das Paradebeispiel für Teamwork in der Medizin. Das Unfallspital funktioniert nur deshalb so gut, weil alle einander kennen und das wirklich wie ein Uhrwerk ist. Und wenn Sie jetzt die Teile des Uhrwerks herausnehmen und in ein anderes Uhrwerk einsetzen, das passt nicht. Das heißt, das kann nur ein Laie glauben, dass wenn man den einen dorthin setzt, den anderen dorthin setzt, dass der weiterarbeitet, das wäre nichts gewesen. Das kann nicht funktionieren. Wir funktionieren deshalb so gut, weil wir ein Team sind. Und sobald Sie dieses Team zerreißen, ist die Leistung weg. Sie haben auch, oder es wurde in dieser heutigen Protestkundgebung immer wieder davon gesprochen, eine Umsiedlung ist wie eine Operation am offenen Herzen. Jetzt weiß man, das ist mit einem großen Risiko verbunden. Ja, das Risiko ist, erstens, dass die Leistung nicht mehr da ist, dass die Patientenversorgung nicht mehr gegeben ist. Und zweitens, dass das, was hier steht, zerstört wird. Und zu glauben, dass man das in einem Jahr, in zwei Jahren wieder zusammenfügt und die Leute kommen zurück und es ist so wie vorher, ist Illusion. Die werden abwandern, die werden nicht mehr zurückkommen. Es wäre tot. Viele Patienten, mit denen wir gesprochen haben, die haben hier auch Unverständnis gezeigt für die Maßnahmen der AVA. Gibt es da auch Gespräche drinnen mit den Patienten? Hat sich das auch irgendwie gezeigt? Natürlich sprechen wir mit den Patienten, aber ganz ehrlich, was soll ich denen sagen? Nachdem ich nicht weiß, wie es weitergeht, kann ich ihm nicht sagen, werden sie operiert, werden sie nicht operiert, wo werden sie operiert, wann werden sie operiert, wer wird sie operieren? Das sind alles Fragen, die nicht geklärt sind und ich kann dem Patienten nicht irgendwas erzählen. Ich muss ihm ehrlich sagen, ich kann es ihnen nicht sagen. Herr Doktor, dann vielen Dank dennoch und alles Gute. Ja, danke schön. Das Lorenz-Böhler-Krankenhaus ist ein Haus mit einer sehr langen Geschichte, mit einem exzellenten Ärzteteam, das 65.000 Patientinnen pro Jahr versorgt und doch immerhin Tausende von OPs hat. Das heißt, wir fordern oder wir würden unterstützen, und dass der Standort erhalten bleibt, aber natürlich auch, dass es eine Sicherheit gibt für die betroffenen Ärzte, für das betroffene Pflegepersonal, damit die nicht in der Luft hängen. Und es betrifft ja auch unglaublich viele Patientinnen, und da würden wir uns wirklich einen runden Tisch wünschen, damit wir alle Fakten klären können und da das Beste für die Patientinnen und Patienten, aber auch für unsere Kollegen und Kolleginnen herausholen. Wer soll denn an diesem runden Tisch teilnehmen? Wir würden uns wünschen, dass natürlich die Stadtregierung mit uns an einen Tisch zusammenrückt, aber auch natürlich die Verantwortlichen aus dem Management der AUVA, genauso wie der Betriebsrat, genauso wie eben Vertreterinnen oder Vertreter der Ärztekammer.
Sie haben das Ganze auch in der Rede verglichen wie bei einer Operation beim offenen Herzen, denn eine Übersiedlung, eine Umsiedlung, die geht ja nicht so einfach vonstatten. Tatsächlich, und es gleicht auch fast einer Operation am offenen Herzen, weil man kann ja nicht bei Kerzenlicht mit Plastikbesteck operieren. Und so wirkt das jetzt momentan. Ja. Also wir brauchen jetzt wirklich Lösungen, weil eben viele Patientinnen und Patienten auch betroffen sind. Da sind ja viele OPs schon geplant, die jetzt wirklich in der Luft hängen. Und es hängen unglaublich viele Arbeitsplätze mit dran. Jetzt ist ja das Hauptargument, das die AVA aufgebracht hat, dass hier der Brandschutz eine wichtige Rolle spielt, dass das Gebäude hier nicht mehr dem Standard entspricht. Die Ärztekammer sagt allerdings, das wisse man nicht erst seit dem letzten Jahr, wie die AVA argumentiert, sondern bereits seit 10 Jahren, seit 2014 wären diese Mängel bekannt. Das ist uns zu hören gekommen. Da liegen uns allerdings noch nicht alle Unterlagen vor. Deshalb auch diese Forderung nach dem runden Tisch mit einer Vorlage aller Bescheide, aller Begutachtungen. Auch das letzte Gutachten liegt uns nicht vor. Haben Sie Informationen, wie es aussieht hinsichtlich der Operationen? Man hat gehört, es wurden viele Operationen in anderen Spitälern durchgeführt, aber angeblich, so Peter Hacker, gab es auch schon Patienten, deren OPs ersatzlos gestrichen wurden. Ja, das befürchten wir, aber da müssen wir auch noch klären, inwiefern andere Spitäler überhaupt diese Operationen bzw. auch die Erstbegutachtungen übernehmen können. Ich glaube, da sind noch sehr viele Fragezeichen offen und das gehört geklärt. Und da hoffe ich wiederum, diesen runden Tisch möglichst bald herbeizuholen. Was sagen Sie ganz allgemein zur Kommunikation noch gegenüber der Ärzteschaft? Heute wurde von vielen Seiten bekrittelt, dass das eigentlich nur medial bekannt war und dass hier weder Ärzte, Pfleger noch sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen informiert wurden. Ja, das macht mich persönlich sehr betroffen als Ärztin, dass da nicht früher kommuniziert wurde, denn eine offene Kommunikation ist das A und O. Und wir sehen ja, das sind wirklich viele Kolleginnen und Kollegen jetzt auch bedroht mit ihren Gehältern, mit den Familien, die dranhängen, aber es sind auch so viele Patientinnen und Patienten und uns als Ärztinnen ist das Patientenwohl immer in erster Linie, also an erster Stelle. Na, ich hoffe es, weil wir müssen das Problem lösen. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt vielleicht irgendwelche Befindlichkeiten auslebt, sondern wir haben das Problem, dass die traumatologische Versorgung in Wien derzeit geschwächt ist. Und daher muss man so schnell wie möglich alles tun, um hier eine entsprechende Wiedererstarkung der Traumatologie zu erreichen. Was sind denn auch die Anliegen der Ärzteschaft, die hier im Haus sind? Ich nehme an, die werden sich ja auch gemeldet haben. Viele dürfen oder es darf ja niemand sprechen. Was sind denn die Anliegen, die die Ärzte auch äußern? Na, ich glaube, das, was jetzt gesagt wurde in der Versammlung, das trifft alle gleich. Man darf nicht vergessen, es ist erstens einmal, das Lorenz Böhler ist ein Inbegriff in der Gesundheitsversorgung von Wien. Also ich glaube, die Forderung, dass dieses Spital erhalten bleiben muss, ist nachzuvollziehen, auch von der Patientenseite. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir hier ein hochkarätiges Expertenteam haben. Aber damit meine alle Mitarbeiter mit, weil diese traumatologischen OPs sind sehr herausfordernd oft. Und da muss man halt darauf achten, dass man dann, währenddem man saniert, hier eine entsprechende Versorgung und auch diese Teams erhält, damit man hier wieder eine gute Versorgung hat. Also ich glaube, da muss man hauptsächlich darauf achten. Jetzt war ja einer der Hauptpunkte oder der Hauptpunkt, dass die AVA gesagt hat, der Brandschutz sei hier nicht mehr gegeben, das würde nicht mehr den Standards entsprechen. Das Ganze ist im letzten Sommer virulent geworden. Die Ärztekammer hat aber gesagt, die Mängel würde es schon seit 10 Jahren geben. Also nach meinen Informationen, die mir gegeben wurden, ist das schon länger bekannt. Ja. Gibt schon etliche Jahre, weiß man, dass der Brandschutz hier irgendwelche Verbesserungen bräuchte. Ich bin kein Experte, ich bin kein Architekt und kein Baumeister, ich kann da nicht mitreden in der Expertenrunde, aber ich muss es zur Kenntnis nehmen. Wenn die sagen, es ist so, dann muss man es zur Kenntnis nehmen. Absolut. Wie sieht es denn in den anderen Spitälern aus, wo jetzt die Ärzteschaft hin verlegt werden sollen? Also vor allem zum AKH, auch da gab es ja Kritik, dass man hier eigentlich überhaupt nicht eingebunden war. Ja genau, das ist ja das Hauptproblem. Es hat scheinbar keine gescheite Planung gegeben, es hat vorhin keine Kommunikation gegeben und damit hat man die anderen Spitäler natürlich überfordert, weil die plötzlich vor einer Tatsache gestanden sind, die ihnen auf eigenartigen Kanälen zugetragen wurde. Also ich glaube, da müsste man mal, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, das man lösen muss. Man muss jetzt einmal die Kommunikation drastisch erhöhen. Herr Dr. Steinhardt, vielen Dank.